Bitte, bitte, ba. Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video mit mir, Oliver, zum Thema Raid Shadow Legends. Und es geht heute um einen Account, der verlost werden will. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir schauen uns den Account an, dann gibt es Infos natürlich wieder zum Gewinnspiel, wie kann man gewinnen und so weiter und so fort. Und das Ganze werdet ihr dann natürlich gleich noch erfahren. Wir gucken uns die Champions an, reden nochmal so ein bisschen über die Ausrüstung und den Fortschritt von dem Account, aber lasst euch mal von dem Level auf jeden Fall nicht unbedingt jetzt gleich abschrecken. So. Da sind wir, Level 48 seht ihr jetzt schon, aber gucken wir erstmal in die Champion-Höhle rein, denn da haben wir auch ein paar Top-Champions mit drin. Wir haben Zavia, Bad-El, Roshkart, es gibt Königin Eva, wir haben Altan, der noch nicht auf Level 60 gebracht wurde, Minaya ist ebenfalls schon mit dabei, nochmal eine Zavia, wir haben Blood-Gorgit, der auch ziemlich Hardcore in der Arena durchaus sein kann und auch in anderen Stellen. Draconia, ihr seht es auch, Sucher ist zum Beispiel hier auch schon mit dabei, Magier der Gruft, Psyla, Wächter des Grabes, auch noch nicht komplett aufgebaut, aber zum Beispiel auch ein mürrisches Monster, eine Madame Ceres, also wirklich so top, epische, top, legendäre Champions, die wir hier mit haben. Die sind vielleicht auch noch nicht alle komplett aufgebaut, aber man muss auch sagen, es ist ein Level 45 Account. Das heißt also, man müsste jetzt hier natürlich ein wenig Arbeit reinstecken. Zwei königliche Wächter, das wäre bei der Spinne schon mal super in Verbindung mit dem mürrischen Monster natürlich zusammen. Auch hier sind noch ein paar Champions da, aber die Top-Champions sind jetzt alle hier drin sozusagen. Und der Rest, den man dann vielleicht nicht benötigt, kann man natürlich gerne als Futter nehmen. Wir haben zweimal Grusch, den Quetscher mit dabei. Da kann man dann auch vielleicht einen für was anderes benutzen. Und dann gucken wir uns mal gerade an, wieso der aktuelle Stand der Dinge von den Dungeons ist. Wir können auch gerne nochmal in die Werte nachher von den einzelnen Champions reingucken. Also seht, Abschnitt 14 ist jetzt beim Drachen freigeschaltet, also man müsste jetzt noch einige Abschnitte bis 20 freischalten. Ich sag mal so, die Teams dafür kann man sicherlich zusammenstellen, da sind die Champions auf jeden Fall dafür da. Das ist ein sozusagen Zweit-Account, glaube ich, gewesen. Und da auch mit einigen sehr, sehr guten Champions, wie man gesehen hat. Hier auch Abschnitt 15, also auch hier müsste man noch ein bisschen Arbeit auf jeden Fall reinstecken. Man muss sich halt das ganze Equipment dann erstmal verdienen, sage ich mal. Abschnitt 13, der Spinne ist noch nicht ganz freigeschaltet, aber die Möglichkeiten natürlich bis Abschnitt 20 zu kommen sind definitiv gegeben. Also die Top-Champions hierfür haben wir, mürrisches Monster, zwei Royal Guards sind auch schon mit dabei. Wir haben 11.000 Energie, also wenn das nicht zum Farmen einlädt, sage ich jetzt mal. Feuerritter ist jetzt noch nicht ganz so weit, aber wir haben Zavia zum Beispiel für die Giftexplosion, also da kann man auch einiges sicherlich noch machen. In der Arena müsste man sich halt wieder ein bisschen hocharbeiten, da ist jetzt noch nicht so viel passiert. In der Kampagne sind wir auf jeden Fall schon auf Albtraum angekommen, aber auch hier müssen wir erstmal zum Level natürlich uns bis Albtraum 12 durchkämpfen. Also es ist wie gesagt ein bisschen Arbeit, was reingesteckt werden muss. Die Energie dafür ist da, das Silber leider noch nicht, aber das müsste man sich dann wie gesagt auch quasi mitverdienen. Ich denke, bei den Gruften selber dürfte es auch gar nicht so viele Probleme teilweise geben. Hier bei der Bannerlords Gruft, da haben wir ja glaube ich schon den ein oder anderen Champion gesehen, der vielleicht nützlich sein kann. Also Minaya, geweihter Ritter, wollte ich jetzt schon königlicher Wächter sagen. Noch ein antiker Splitter, also wer Glück hat, kommt vielleicht noch was raus. Ansonsten muss man natürlich ein bisschen weitermachen. Beim Clanboss wird jetzt auch noch nicht so viel passiert sein, wie ihr euch vorstellen könnt. Also es ist jetzt kein Clan da, das heißt, man müsste sich jetzt erstmal an einen Clan suchen. Beim Turm des Verderbens kann ich jetzt noch nichts zeigen, wurde ja seitdem her nicht gespielt direkt, aber was man halt machen müsste, wäre erstmal sich auf die Dungeons konzentrieren, Arena aufsteigen und natürlich Kampagne freischalten. Also ich glaube, das Wichtigste wäre hier durch die Kampagne nochmal mit durchzukommen, aber die Ressourcen dafür sind natürlich da. Man hat, ich hole mal auch noch den Clanboss-Schlüssel und die Energiegrad noch mit ab und hole mir gleich noch das Paket, was er uns angezeigt hat, das kostenlose für die Schmiedematerialien. Weil viele Schmiedematerialien, wie man sieht, sind jetzt hier nicht mit dabei.
aber immerhin ein Account, mit dem man durchaus durchstarten kann. Also wenn man jetzt tatsächlich die Dungeons farmt, das Equipment upgradet und so weiter, noch ein paar Champions vielleicht auch dann hochzieht und levelt, dann sollte man hier schon relativ weit kommen in relativ kurzer Zeit, weil wirklich gute Champions da sind, mit denen man sehr, sehr gute Teams aufbauen kann. Vor allen Dingen mit so einem Ross-Card, da kann einem eigentlich gar nichts mehr weiter passieren. Blocke Schaden, wenn er schnell genug ist. Man sieht es an der Geschwindigkeit und an der Genauigkeit, da hapert es gerade noch. Aber das kann man alles ändern und dann sollte hier auch alles super laufen. Ja, wir machen das dann so. Ich streame wieder am Freitag, den 16. natürlich 21.30 Uhr, da fängt der Stream an. Und während des Streams oder gerade am Anfang des Streams wird das Giveaway direkt starten. Das heißt, ihr könnt dann in den Giveaway-Channel reingehen, könnt dann am Giveaway teilnehmen. Das heißt, ihr müsst hier unten dann auf diese Reaktion drücken. Dann wird es 1, 2, 3 Stunden Zeit geben, in der man dran teilnehmen kann. Und am Ende, wenn die Zeit abgelaufen ist, werde ich wieder die Gewinner bekannt geben. Das heißt also, die Anwesenheit im Stream ist definitiv erforderlich, schon alleine, um dann später beim Gewinner die E-Mail-Adresse auszutauschen gegen die aktuelle E-Mail-Adresse dieses Accounts. Denn so habe ich auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, wenn die Leute nicht direkt dabei waren beim Stream, dass das nicht funktioniert hat und dass wir das Ganze dann nochmal verlosen mussten. Und das ist natürlich eher weniger schön und möchte ich gerne vermeiden. Von daher machen wir das dann so, dass alle, die Interesse dran haben, auf jeden Fall im Stream sind. Dann können auch die E-Mail-Adressen getauscht werden, gleich direkt auf der Stelle. Und derjenige kann sich dann auch sofort einloggen und gucken, ob alles funktioniert. Und dann sollte es auch keinen Stress geben. Und die 540 Juwelen, die werden natürlich auch nochmal verlost. Es gibt wieder 5x 540 Juwelen, die ihr gewinnen könnt. Und da könnt ihr natürlich dann separat auch mitmachen. Also das heißt, es wird einen Gewinner geben für den Account und 5 Gewinner für jeweils 540 Juwelen. So, wird es ablaufen. Ja, ihr habt den Account gesehen, wenn ihr Interesse habt, ihr seid vielleicht auch gerade noch nicht so weit im Spiel, habt aber noch nicht so gute Champions gesammelt oder hattet generell vielleicht nicht so viel Glück, dann könnt ihr natürlich am Gewinnspiel teilnehmen, wie gesagt, im Discord-Server, dann zum 16.07. zur Streamzeit 21.30 werde ich das Gewinnspiel freischalten, dann könnt ihr an beiden Gewinnspielen teilnehmen oder an beiden Giveaways teilnehmen. Und könnt euer Glück versuchen und am Ende des Streams werden wir sehen, wer was gewonnen hat. Und ich wünsche euch natürlich allen viel, viel Glück, wenn ihr dran teilnehmen wollt. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, meine lieben Freunde. Tschüssikowski!